Hallo Leute und willkommen zurück zum Millennium Falcon Bau. Und heute werden wir eben die beiden Arschbacken hinten dran bauen, so nenne ich es einfach mal. Also die beiden Abdeckungen, die werden hier im Bauschritt 13 angegangen und man sieht schon, wie es später aussehen soll. Alles geschlossen hinten rum. Ja, die Teile, die sehen wir hier. Der Bau wird, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich ganz ähnlich werden wie hier. Platten, 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 bisschen Verzierungen dran und dann werden die da drauf gepackt. Und was ich im letzten Bauschritt noch vergessen habe, wir hatten ja Minifiguren und zwar BB-8 und Finn. Und die schauen wir uns, bevor es richtig losgeht, hier nochmal im Detail kurz an. Einmal hier unseren kleinen BB-8, der besteht aus zwei Teilen, Kopf und Körper. Und ja, ich finde, der sieht in Ordnung aus, oder? Was auffällt ist, dass das Orange vom Kopf hier dunkler ist wie das am Körper. Also da eine kleine Diskrepanz. Ich denke, das müsste eigentlich gleich aussehen. Aber sonst so vom Druck her sieht das ordentlich aus. Das ist recht gerade alles drauf. Ne, es ist sehr gerade drauf. Und auch hier, ja, ein sauberer Druck. Also BB-8, der ist in Ordnung, kann man absolut so machen. Schauen wir uns den guten Finn nochmal an. Da schaut ihr etwas skeptisch rein, hat hier so einen Standardblaster in der Hand. Die Jacke ist schön aufgedruckt. Ja, die Farben, die könnten ein bisschen schöner rauskommen, also durch diesen braunen Hintergrund. Das Blau, das wirkt alles so ein bisschen matt und stumpf, aber ja, ist in Ordnung. Kann man so machen. Rückseite ist auch nochmal bedruckt, Beine haben keinen Druck. Ja, die Haare, die sind ein bisschen, ich kann mich gar nicht mehr so genau an den Film erinnern, ob das so akkurat war. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Könnte aber auch sein, dass es passt und ich mich einfach täusche, ja, weil es schon eine Weile her ist. Und er hat auch noch ein Wechselgesicht. Mal schauen, ob ich hier die Friese runterbekomme mit einer Hand. Schwupps, dann haben wir es. Und so sieht sein zweites Gesicht aus, also das mit den Augenbrauen. Das macht er auf jeden Fall immer, mal so hochgezogen. Und mal so hochgezogen, allerdings gefällt mir das Gesicht hier nicht so besonders gut. Das hier ist schöner. Deswegen habe ich das genommen und ja, das war's. Er kommt hier rein und ich lege los. Bauabschnitt 13 bringt hoffentlich kein Pech. Tja, soweit, so gut. Abdeckung Nummer 1 ist fertig. So sieht's aus. Wir haben hier nochmal dieses runde Element, das ja hier überall auftaucht. Keine Ahnung, Entlüftung. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das für Sachen auf dem Falken sind. Vielleicht weiß es ja von euch jemand. Aber ich weiß, wir haben hier nochmal zwei Telefonhörer, eine Autofelge und ja, diverse Kleinteile mit angebaut, sodass es wieder schön schick aussieht. Die Unterseite ganz unspektakulär, aber was jetzt hier anders ist als bei diesen anderen Elementen, ist die Befestigung, denn wir haben hier diese zwei Klemmhaken, also vier eigentlich, und die kommen hier unten, ich versuche mal, ob man das sehen kann, einmal hier werden die reingeklemmt und einmal hier. Und ich wette, ich kann es mit einer Hand machen. Also probieren wir direkt mal aus, das Ding hier zu befestigen und, na, wo muss er denn hin? Tja, sieht ja doch gar nicht so einfach aus. Ich muss wohl hier, okay, etwas darunter. Nein, ich brauche doch beide Hände. So ist es, glaube ich, richtig. Also schon ein bisschen fummelig. Ich habe jetzt erstmal das Teil hier rangeklippt, aber dann habe ich gemerkt, dieses Panel muss hier unten drunter kommen, wie es aussieht. Bin mir gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so jetzt stimmt, dass das hier so drüber muss, aber oh, geht eigentlich gar nicht anders. Auf jeden Fall sieht nach einer geschlossenen Fläche aus und ja, passt, wackelt, hat ein bisschen Luft. Hier ist noch zu viel Luft, also weiterbauen. Also das eine muss man den Designern hier wirklich lassen. Die waren kreativ, die haben sich nicht oft wiederholt. Ich spreche hier von der Befestigung, denn dieses Panel hier, das ist schon fertig und das wird hier mit diesen, ja, Kugelköpfen befestigt am Falken. Ich werde es euch mal zeigen. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier haben wir also dann die, ja, die Befestigung, wo die Kugelköpfe hier reinkommen. Also wir haben
mal so eine Steckverbindung mit so einem Technikpin oder beziehungsweise zweimal Kugelkopf und ja so eine Hinschlösung von der anderen Seite. Wirklich kreativ. Also dann wollen wir doch mal schauen, wie leicht das hier dran geht und tja, ich befürchte doch schon, ich brauche hier wieder beide Hände für. Ja, das war wirklich einfach. Also einmal reinklicken, dann liegt es hier nochmal so leicht über dem anderen Panel und wir haben immer noch ein Loch hier drin. Da kommt wohl ja noch eine kleine Abdeckung rein. Ich dachte, es wären wirklich nur zwei Stück. Eine hier, aber ach, da kommt noch was. Ein paar Teile habe ich ja hier auch noch liegen und dann werde ich hier mal weiterbauen, dass das letzte Loch auch noch geschlossen wird. Tja, die beiden Teile sind übrig geblieben. Zwei einer Fliesen in Grau, die habe ich nicht gebraucht. Und das ist unser letztes Teilchen, wieder mit der schönen runden Form, Telefonhörer, Felge. Also das wiederholt sich hier immer wieder, die gleichen Deko-Elemente. Und ja, Befestigung, haben wir keine. Nee, denn das Teil wird hier einfach nur draufgesetzt. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und so rum kommt es dann hier drauf. Und mal schauen, ob es passt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Na, ein bisschen hakelig ist das hier aber jetzt schon. Aber ich glaube, na komm schon. Ein bisschen drücken, ein wenig einpassen. Ja, und jawohl, so ist es drin. Das letzte Teil und der Popo ist fertig von unserem Falken. Und das ist dann eben auch der Bauabschnitt 13. Danach kommt natürlich die Nummer 14 und die 15, 16, 17 und dann ist das Ding schon fertig gebaut. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Jetzt sieht man hier hinten natürlich noch die wunderbar schön scheußlichen Antriebsschläuche, die ich ja jetzt ganz bewusst erstmal so gelassen habe. Denn wie gesagt, werde ich später alles noch umbauen, werde passend machen und schön beleuchten. Aber darum geht es ja jetzt im Moment gar nicht. Wir haben jetzt hier das Heck fertig. Ich zeige es euch nochmal ganz komplett, die einzelnen Abschnitte, die wir hier gebaut haben. Alle wurden mehr oder weniger hier aufgelegt, aufgesteckt, aufgeklippt. Und ja, alles hat so ein bisschen Spiel. Also man sieht es hier, so bombenfest ist das nicht, aber es wird nichts abfallen dabei. Tja, Leute, das wäre es erstmal gewesen. So sieht der Falke nun aus nach 13 Bauabschnitten. Es war keine Unglückszahl, es hat nichts gefehlt. Ich habe sogar noch ein paar Teile übrig gehabt. Wunderbare Sache und dann kann es auch gleich weitergehen. Das sieht eigentlich ganz überschaubar aus. Das ist unser Bauschritt Nummer 14 und damit werden wir eine Abdeckung bauen. Und zwar, ich zeige es euch hier direkt, für den Bereich hier und für rechts und links. Das wird also so eine T-förmige Abdeckung hier werden. Und ja, ich bin gespannt. Wir legen direkt mal los. So, ich habe jetzt einfach mal munter durchgebaut, denn allzu viel gab es gar nicht hier zu berichten. Also drei Teile habe ich hier insgesamt gebaut. Ja, zwei von diesen Flügelelementen hier und dieses Mittelteil, also dieses längliche Mittelteil. Und ich wollte euch noch zeigen, wie diese Flügelelemente daran befestigt werden. Eins habe ich hier schon festgemacht. Und hier kann man sehen, das ist an solchen Gelenken einfach dran. Also Haken, wo dann diese Teile reingesteckt werden. Ich habe das hier noch nicht befestigt. Moment, das hier muss ich noch ein bisschen nach vorne biegen. Also dort seht ihr die eine Seite. Und diese Seite wird dann eben in die entsprechenden Haken hier reingesteckt. Und das mache ich mal eben noch schnell. Ja, live bauen. Das ist doch richtig toll. So, und drinnen ist es schon. So sieht es aus wie ein kleines Vögelchen und das ist dann eben hier die Abdeckung, die wir da hinten gleich draufsetzen. Aber ihr seht schon, ja, wir haben, ich würde mal sagen, Millennium Falke typisch nochmal hier verschiedene Kleinteile angebaut, damit es nochmal besser aussieht. Wobei das Teil hier, das hatte ich bisher noch nicht gehabt, erinnert mich so ein bisschen an so eine Krücke. Und natürlich auch wieder hier unsere kleinen Kanonen, Stäbe. Und diverse hier Slopes haben wir noch mit dran. Also alles Mögliche, damit es schön aussieht. Hier vorne
haben wir das mit solchen Gelenkteilen gebaut, damit, also wie diese hier, kann man jetzt hier schlecht sehen, aber die kann man ja hier ein bisschen verstellen. Und so wurde das auch hier vorne gebaut, damit wir diese Abwinkelung hinbekommen. Ja, also sieht sehr, sehr nett aus, würde ich mal sagen. Passt bestimmt wunderbar da rein. Und ja, wie es jetzt genau reinkommt, das muss ich mir hier nochmal genau anschauen. Ist etwas schwer zu erkennen hier in der Anleitung. Das ist schon alles total unübersichtlich irgendwie. Apropos die Anleitung, wir sind, ihr seht es, bei Einzelabschnitt oder Einzelbauschritt 1080 auf der Seite 265. Meine Güte, also da hat sich schon einiges zusammengeleppert, aber wie ich das hier jetzt genau drauf baue, hier soll man es ja sehen können. Ja, ist gar nicht so leicht zu erkennen. Ich probiere es einfach mal, guck mal, ob ich es hier irgendwie drauf... Moment. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, es muss hier auf dieses Teil, das hier noch so beweglich ist, da wird es drauf befestigt und irgendwie hier vorne. So, ich probiere es mal eben schnell und dann schauen wir uns das Ergebnis noch an. Und da hätten wir es drauf. War gar nicht so schwer, aber eine Sache geht mir echt auf die Nerven, wenn ich hier mal nach unten gehe. Seht ihr, dass hier dieses Teil schon wieder abgegangen ist? Und das ist schon so oft abgegangen und ist so beschissen, immer wieder da dran zu fummeln. Ich glaube, das werde ich kleben müssen, damit das endlich mal hält. Weil immer, wenn ich da irgendwas dran rumbaue, ja, fliegt das sehr gerne auseinander. So, schauen wir doch mal drüber. Nichtsdestotrotz, hier oben passt das Ganze jetzt. So sieht der Falke von vorne aus. Wir sehen hier das aufgebrachte Teil. Wurde, wie gesagt, einfach nur da drauf gesteckt, dann ein bisschen nach vorne gebogen. Die Flügel hier, die gehen jetzt etwas hier über die Verkleidung drüber, die wir schon gebaut hatten vorher. Und ja, sieht schon ziemlich komplett aus, unser großer. Ein paar Abschnitte fehlen noch, der obere Geschützturm, Abdeckungen hier und hier. Und ja, dann sind wir auch schon fast fertig. Und fertig bin ich mit dem Bauabschnitt und weiter geht's gleich mit dem nächsten.